Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe Post bekommen von Nadja aus Österreich. Und wir schneiden es mal einmal auf. Natürlich wie immer geliefert per Hermes. Warte mal schauen, ich habe hier meine Adresse nicht abgeklebt. Wenn ich es dann jetzt noch aufbekomme, ich habe es irgendwo. Nicht richtig, glaube ich, aufgeschnitten. Ah, okay, ja. Okay. Ich verstehe. Kann sich jetzt hier nur noch um Stunden handeln, ne? Aufgehen, ne? Was versuchen wir hier? Okay, jetzt haben wir es hingekriegt. Ja, und zwar habe ich noch mal ein paar Sachen bestellt, auf Holz zu sticken, einfach weil ich das gerne zwischendurch ja, mag und es mir einfach Spaß macht. Und das sind, glaube ich, alle Sachen von dieser Firma hier. Von denen habe ich ja schon ein paar Sachen gestickt und bisher hat das immer ganz gut geklappt. Und zwar einmal ist das hier dieses niedliche Set mit dem Vogel. Schauen uns auch gleich die Perlen an. Dann dieser süße Teddy, den kann man hier so aufstellen. Ich fand den so niedlich. Dann dieser süße Schneemann hier. Dann sehe ich hier Schoki, merci. Vielen lieben Dank dafür, Nadja. Dann einmal dieses Pferdchen hier. Ich glaube, das wird auch doppelt bestickt. Da gucken wir gleich mal. Und das hier, sowas habt ihr ja schon mal bei mir gesehen. Und zwar habe ich dieses Kleidchen ja gemacht. Und das ist nochmal so ein Set. Das fand ich ganz cool. Und ich würde sagen, damit fangen wir einfach auch mal an. So, zugeklebt hier. Ach, mach mal. Na gut, ich krieg das bestimmt am Ende alles gar nicht mehr da rein. Ich bemühe mich aber. Also auf jeden Fall hier nochmal eingepackt in. Die sind hier, was ich sehr gut finde, dass es gut geschützt ist. Ja, und dann habt ihr hier unten, das ist dieser, ja, was ihr hier zusammensetzen müsst. Das müsst ihr auch selber zusammennähen. Das habe ich ja schon mal gemacht. Dann kommt das dann hier einfach rein. Da ist so eine Holzplatte eigentlich bei. Guck mal. Oh Gott, das kommt nie im Leben wieder da rein, ne? Also, hier seht ihr die Holzplatte. Hier ist dieses, ja, das Plüschige, was da reinkommt, Filz. Filz sage ich schon, wie heißt das? Watte. Und hier der Stoff. Und das ist hier dieses süße Mädchen, was man besticken kann, beziehungsweise ist ja eigentlich eher so eine Fee. Dann haben wir dabei immer so eine, ja, so eine Karte. There is no better gift than a handmade. Das ist hier irgendwie so eine Garantiekarte oder sowas. Hier ist eine kleine Erklärung. Die habe ich jetzt immer nicht dabei, aber ich habe es auch so möglich. Dann das Garn. Das ist diesmal anders. Ihr kennt vielleicht schon diese kleinen, die ich euch schon mal gezeigt habe. Hier mal so ein großes, ziemlich cool. Hier ist das Filz. Das packe ich gleich wieder rein. Wir haben 14 Farben. Und hier ist dieses super süße Mädchen. Zeige ich euch jetzt aber nicht alles. Hier wird auf jeden Fall erklärt, wie ihr dieses Dingen da zusammensetzen können. Ich mache das
Ja, und hier haben wir die Farben. Ich hole die jetzt mal nicht alle raus, sonst sitzen wir hier Ewigkeiten. Und ihr habt auf jeden Fall hier auch die Preciosa-Nummern. Wenn normal irgendwas ist. So. So, so. Das war jetzt alles da drin. Müssen wir aufpassen mit dem Pilz. Wenn ich das da wieder reinkriege, das ist echt die Jackpot-Frage des Jahres. So, das ist auch zugeklebt. Das machen wir auch mal eben auf. Also ich mag es eigentlich ganz gerne, mal zwischendurch mal auf Holz zu sticken. Das ist einfach mal eine schöne Abwechslung. Ich merke schon, wir haben da auch wieder dieses hier. Hier habt ihr wieder diese Garantiekarte und hier ist wieder so eine süße Karte dabei. Die sehen alle ein bisschen anders als die Karten. Ich habe ja schon ein paar von denen. Oh, wie süß. So, dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Also, okay, man hat auf jeden Fall zwei separate, die man sticken muss. Also nicht von vor oder hinten. Da ist man also schon mal eine Weile beschäftigt. Ist doch ziemlich groß, muss ich sagen. Also, ja. Dann diese beiden Dinger, einmal vorne, einmal hinten, sehr schön gearbeitet. Das ist wahrscheinlich zum, ja, für die Mitte. Okay, dann haben wir hier wieder Garn, da sind übrigens zwei Nadeln bei, eine kurze, eine lange. Ich glaube, da bei dem anderen auch. Finde ich ja total süß, wie die das machen. Dann haben wir hier das Filz. Keine Ahnung, beziehungsweise es ist Moosgummi, es ist kein Filz. Keine Ahnung, wir gucken mal. Wir haben 8 Farben. Ist ja prinzipiell das gleiche, aber ihr habt es dann einmal von der und einmal von der Seite. Keine Ahnung, wofür das jetzt ist. Ich glaube, das gehört ja gar nicht rein, oder? Ich weiß nicht, es ergibt irgendwie keinen Sinn. Wir haben hier auf jeden Fall nochmal so Garn bei. Um das dann vermutlich zusammenzusticken, nehme ich mal an, weil wir haben ja außenrum noch das Garn. Ach, das Garn, die Löcher. Also man wird wahrscheinlich ganz normal von beiden Seiten das sticken. Also auch genau so ist es auch richtig rum, weil ihr habt hier dieses Logo. Und hier auch. Dann werdet ihr das sticken, dann werdet ihr diese Dinger hier reinmachen und zusammenkleben. Also das sind Kleber abgebildet. Und dann wird dann das da reingesteckt. Ja, cool. Ja, das hier weiß ich auch nicht. Das gehört da, glaube ich, gar nicht rein. Ich glaube, da haben die sich beim Verpacken vertan. Ich packe es halt direkt wieder rein, damit ich hier bloß nichts durcheinander bringe. Ich merke klar, Schaukelpferdchen ist so Weihnachten halt, ne? Winter, Weihnachten. Aber ja. Ob ich das dieses Jahr noch mache, weiß ich natürlich nicht. Super. Kann auch sein, dass ich das als nächstes Jahr mal mache. So. Dann haben wir hier das Vögelchen. Auch hier mal wieder so eine Karte. Wieder eine andere. Also ich finde die total niedlich, die kann man immer mal verschenken. Hier haben wir noch diese Garantiekarte, die habe ich euch ja schon gezeigt. Und hier das Vögelchen. Hier vorne das Holzstück. Ich lasse es jetzt mal drin, ich hole jetzt mal nicht alles raus.
Ja, das Filz. Hier ist, das ist das, was ich eben meinte, diese kleinen Süßen. Und die Perlchen. Und das hier ist vielleicht fürs Auge. Ich vermute, für die Äuglein. Ach, so hübsch, ja. Wir haben 8 Farben. Wieder mit Preciosa-Farben. Also die Preciosa-Farben stehen bei diesen Sets immer dabei. Was ich immer sehr gut finde. Da bleiben zwar nicht immer so mega viele Perlen von übrig. Aber ich bewahre die tatsächlich immer auf. Und packe mir die zu den anderen. Und ich nutze ja dieses. Jetzt habe ich es eingerissen. Dieses kleine Büchlein von der Heidi, wo man Perlen einstecken kann, was sie selber gemacht hat. Und da stecke ich die Couture-Perlen tatsächlich auch ein. So, dann haben wir hier den hier. Ihr seht es ja hier schon. Der ist zum Aufstellen. Auch hier wieder so eine Karte. Und wieder eine andere. Ja, Wahnsinn, ne? Also finde ich total cool, diese Garantiekarte. Auch hier haben wir wieder Filz. Hier haben wir 8 Farben. Hier seht ihr auch wieder so einen großen. Eine große Garnspule. Und schöne Farben. Und die sind immer so durchnummeriert, ne? Ist immer ganz praktisch. Ich nehme mir diese Nummern gerne und packe die einfach auf mein Perlenbrett. Ich habe es schon wieder eingerissen, glaube ich, ne? Auf mein Perlenbrett und mache die dann einfach später ab. Das ist immer ein bisschen einfacher. Ja, beim letzten Mal, da habe ich die ganzen Sachen alle rausgenommen und habe sie nämlich nicht wieder reingekriegt. Hier seht ihr diese Runde. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Filzding, was ich nicht Filz, wie hieß es denn jetzt? Ach, helf mir mal schnell. Moosgummi. Dass das aus diesem Set eigentlich hier reingehört. Weil, schaut mal. Das war doch hier in diesem, ne? Ja. Ich denke mal, dass Nadja das auch aufmacht und kontrolliert, bevor sie es versendet. Und das müsste eigentlich hier draus sein. Oder? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Aber es könnte passen, rein theoretisch. Also, ich packe es mal hier rein. Weil hier habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Ich will es auch jetzt nicht wieder aufmachen. Ich bin immer ganz froh, wenn ich das Abwechsel da reingekriegt habe. Ja, und das letzte ist das hier. Jetzt kann man ja sehen. Oh, das ist von dem hier. Naja, ich gucke mal rein. Hier für eine Karte, also die Garantiekarte. Oh, die ist auch sehr schön. Also bisher wirklich immer unterschiedliche Karten und die sehen wirklich toll aus. Also die werde ich bestimmt irgendwann auch mal verschenken. Ja, hier ist, seht ihr das? Hier ist eins dabei, habe ich jetzt gerade eben gar nicht gesehen. Wir haben ja auf jeden Fall 9 Farben, wenn ich das richtig sehe. Oh, so ein schönes Lila. Auch wieder diese große fürs Garn. Und hier das Filz für die Rückseite. Und hier die Anleitung. Und hier ist dann quasi der Startpunkt. Das ist das, wo es immer so markiert ist. Also super einfach zu sticken. Das ist gar kein Problem für diejenigen, die das von euch noch nicht gemacht haben. Da ist echt nichts Schwieriges bei. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Und ist halt einfach mal ja was Kleines für zwischendurch. Ich habe euch ja schon ein paar Mal jetzt bei den Holzstickereien mitgenommen. Und ich muss sagen, ja, einfach mal zwischendurch, dann hat er einen Fortschritt und sehr schön.
Ja, alles bis auf quasi dieses hier, Weihnachtsmotive. Ich finde das ja total niedlich. Weil ich wollte nämlich noch ein zweites haben. Das möchte ich nämlich gerne hierhin machen. Die Nadeln, die liegen nämlich einfach immer nur irgendwo auf einem Needleminder. Und das finde ich mal ein bisschen doof. Deswegen, ja. Sehr hübsch auf jeden Fall. Habe ich auf jeden Fall mal wieder was zu tun. Freue ich mich sehr drüber. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da. Und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder in einem neuen Video. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Ba 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 ba